Bis auf den letzten Platz ausverkauft war das Theater Hagen an diesem Sonntagabend zur 5. internationalen AIDS-Tanzgala. Wir erinnern uns, die Hagener AIDS-Tanzgala findet alle 2 Jahre statt. Der Erlös kommt der Hagener AIDS-Hilfe zugute und initiiert wird sie seit 1998 vom Hagener Ballettchef Ricardo Fernando. Sein Bruder starb 1996 an AIDS. Nicht nur über den Erlös der Eintrittsgelder kommt Geld zusammen, das die AIDS-Hilfe Hagen dringend benötigt, auch durch Spenden, die an dem Abend gesammelt werden und durch den Verkauf von kleinen Teddybären. Also der Eindruck ist einfach der, dass die Leute ziemlich begeistert sind, dass das Programm sich also offensichtlich für die Leute gelohnt hat. Es war keine vergebene Investition, zum Ballett zu gehen und die AIDS-Hilfe zu unterstützen. Natürlich, es ist so, dass die AIDS-Hilfe super dankbar dafür ist, dass Ricardo Fernando jetzt bereits zum 5. Mal hier in Hagen eine AIDS-Gala mit seinen Ballettleuten durchführt, mit seiner Kompanie und mit Kompanien von außerhalb. Wir sind total gespannt, welches wunderbare Programm uns da erwartet gleich in wenigen Minuten. Und wir sind natürlich super dankbar für den Erlös, der dann heute Abend eingespielt wird, den die AIDS-Hilfe sehr gut gebrauchen kann, der für uns eine feste Summe in der Jahresplanung ist, um die gute Arbeit, die seit Jahren von unseren Hauptamtlichen gemacht wird, dann auch weiter fortzusetzen. Die 5. internationale AIDS-Tanzgala wurde jedenfalls zu einem Mega-Festival des internationalen Balletts in dem immer wieder gelobten Theater Hagen. Ein Fest der Sinne, das die Vielfalt des Tanzes über 3,5 Stunden hinweg so intensiv zeigte, wie es kaum möglich ist. Alles das ist auch nur möglich, weil die Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne auf ihre Gage zugunsten des guten Zwecks verzichten. Der Dank des Publikums, außer den Spenden, ein langer stehender Applaus. Ich bin begeistert, dass es diese Veranstaltung hier in Hagen gibt. Zum einen ist AIDS ein sehr wichtiges Thema und man darf die Augen davon auf gar keinen Fall verschließen. Und ich denke, dass eine Ballettgala in diesem Rahmen auf jeden Fall auf dieses Problem aufmerksam macht. Es soll auch die Menschen dafür sensibilisieren. Und gerade das ist meiner Meinung nach der richtige Rahmen. Und auch für Hagen wirklich ein Aushängeschild, dass es überhaupt so eine Gala hier gibt. Aber bleiben wir ruhig mal bei Ihrem Fach. Es war ja heute die absolute Vielfalt zu sehen. Ja. Ich denke, da haben Sie einige Ideen mitgenommen, oder? Natürlich, man wird von allem, was man tänzerisch sieht, in irgendeiner Weise inspiriert. Aber auch diese Vielfalt an Choreografien war wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Und natürlich, auch allein schon die Musik begeistert. Und da findet man vielleicht die ein oder andere musikalische Inspiration. Wir müssen noch unterstreichen, Sie arbeiten nicht nur an Ihrer eigenen Ballettschule, sondern auch sehr intensiv hier mit dem Theater Hagen zusammen. Ja. Ich glaube, in der nächsten Zeit, wir werden es noch nicht verraten, aber in der nächsten Zeit sind dann einige Produktionen mit Ihnen, ne? Ja, genau. Also da ist schon was geplant und da möchte ich einfach mal darauf hinweisen. Wir vom Lutz-Team bereiten gerade das neue Stück, welches Werner Hahn konzipieren wird und vielmehr schreiben wird. Wir bereiten das gerade vor. Who the Hell is Jesus? Und das gibt es ab April bei Band Stahl Schulte. Jetzt haben wir doch schon wieder mehr verraten, als wir eigentlich wollten, aber okay, danke für den Interview. Auch mahnende und kritische Worte gab es am Sonntagabend. Der Ehrengast des Abends, Ulrich Röhm, dem gerade der Deutsche Tanzpreis 2013 verliehen wurde, nahm die über eine Tageszeitung verbreitete Meinung von Dietmar Thieser, Bezirksbürgermeister in Hagen-Haspe, zum Anlass einer ausführlichen Rede. Dieser hatte gefordert, das Hagener Ballett zu streichen und dafür die geplanten Erhöhungen von Kita-Beiträgen und die Kürzungen im Sportbereich zu umgehen. Röhms Antwort, man solle viel lieber über den Kostenaufwand für einen Bezirksbürgermeister nachdenken. So, der Ehrengast heute Abend hier bei der AIDS-Gala, AIDS-Tanz-Gala hier in Hagen, war Herr Röhm, der sich über Jahrzehnte einsetzt für den Tanz, für das Ballett letztendlich auch. Und er hat deutliche Worte gefunden über das, was ein Lokalpolitiker vor einigen Tagen dann eben erst gesagt hat, nämlich, dass das Hagener Ballett abgeschafft werden sollte, damit gewisse Erhöhungen beispielsweise für Kinderbeiträge nicht sind. Vielleicht mal so eine kurze Zusammenfassung zu dem, was Sie heute Abend hier nochmal allen hinter die Ohren geschrieben haben, kann man sagen, oder? Ja, ich will es versuchen. Also vielleicht sage ich Ihnen,
etwas, was ich sagen wollte und dann doch dann länger halber nicht gesagt habe, eine kleine wahre Geschichte. Ich war vor einigen Jahren eingeladen in China zu einem sehr großen Festival und dort hat man selbstverständlich einen Dolmetscher, man spricht die Sprache nicht, und gleichzeitig den Watchdog der Partei. Ja, und wieso der junge Mann, der so gut Deutsch spreche, fragten wir ihn natürlich. Und dann kam die Antwort, er studiere in Göttingen Informatik. Ja, sagten wir, warum denn in Deutschland? Ja, selbstverständlich Sprache und so weiter, aber der Hauptgrund war, in Deutschland hat es Studienfreiheit, also Gebührenfreiheit. In China, im sozialistisch-kommunistischen Lande nicht. Das heißt, wir finanzieren hier alle möglichen ausländischen Studenten mit unserer Studienfreiheit. Und wenn es ein bisschen um Gebühren geht, geht man auf die Barrikaden. Hier in Hagen wird um wenige Euro eventueller Erhöhung eines Kindergartenbeitrages, mich wundert, dass überhaupt Kita nicht frei ist, denn es wird ja Geld rumgeschmissen, Milliarden, stellt man das Ballett und das Theater in Frage. Also in was für einen antikulturellen Denken sind wir hier angelangt, wo auf der einen Seite Milliarden sozial bis sozialistisch bald herausgeschmissen werden, auf der anderen Seite die Kultur, die Kunst zerstört wird, kann man fast sagen, für im Grunde lächerliche Summen, indem man sich auch dagegen wehrt, den ökonomischen Synergiefaktor, Wirtschaftsfaktor eines so großen Unternehmens, einer Stadt, einer städtischen Theater, Bühne, Orchester, Schauspiel, Oper, Ballett, einmal aufzurechnen, um zu sehen, dass sich das von selbst trägt eventuell. Das war ganz wichtig, das nochmal vielleicht aufzuzeigen, Kultur und der Wirtschaftsfaktor. Abschließend nochmal ganz schnell, es soll ja gleich weitergehen hier mit der Feier, deswegen will ich Sie nicht so lange aufhalten. Ihre Meinung nochmal zur Stellung des Hagener Balletts? Ja, das ist natürlich, wie Sie gerade in dieser Gala selbst miterlebt haben, sehr, nicht negativ, mein schlecht zu sagen. Es ist erstaunlich, wie hoch der Tanzstandard im ganzen Lande ist. Und da ist, ich sage sogar jetzt mal das dumme Wort seltsamerweise, Hagen eines mit der sehr guten. Ob der besten kann man nicht sagen, in dem Sinne, weil man es natürlich Hagen nicht mit Berlin, Hamburg, Stuttgart vergleichen kann, sondern sagen wir mal im Rahmen von NRW zwischen Münster, Dortmund, Hessen, also Hagen, Krefeld, München, Gladbach, um schon Düsseldorf auszuspannen, wenn man von Kompanien spricht mit 48 bis 60 Mitgliedern und hier sind es 16, glaube ich. Aber was in diesen Kompanien Gießen und Hagen eben und Dortmund stattfindet, ist ganz erstaunlich großartige Kunst. Und ein solcher Enthusiasmus und ein solches Können der Mitglieder, einfach überraschend, öfter mal in diese Theater zu gehen und nicht nur nach Stuttgart und Berlin und Hamburg. Vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, dass Sie noch viel Schaffungskraft haben, sich weiterhin für die Kultur einzusetzen. Fürs Ballett. Und in der Hoffnung, dass einige Worte auch irgendwo doch auf ein positives Gehirn treffen. Die Schirmherrin des Abends, Bürgermeisterin Brigitte Krams. Die Bürgermeisterin Brigitte Krams, Schirmherrin des Abends, ja, eigentlich die Veranstaltung eingeläutet hat mit einer ganz tollen Rede, einem tollen Großwort eben auch. Jetzt sind wir aber Ende. Wie war's? Sensationell. Sensationell. Also jeder, der dabei war, hat gesagt, es war toll, es war fantastisch. Wir können stolz sein auf Ballett, aber auch auf unser Hagener Ballett. Und das Ballett muss bleiben. Es gab kritische Worte von Herrn Röhm beispielsweise. Werden die die richtigen Ohren erreichen, ist die Einschätzung? Sicherlich werden die richtigen Orte erreichen, aber ob es dann hilft, das weiß ich nicht. Es wäre schön gewesen und ich werde Herrn Thiese auch einladen, beim nächsten Mal dabei zu sein, sich das anzuschauen, was hier geleistet wird und bestimmt wird er dann seine Meinung ändern. Ein toller und beeindruckender Abend also im Theater Hagen und was dabei nun für die Aidshilfe Hagen eingespielt wurde, das erfahren wir später. In den nächsten Tagen hat die Aidshilfe Hagen aber noch einiges vor. Ja, was mich besonders begeistert, ist einfach, wenn man sich umschaut, die Leute sind also durch die Bank solidarisch mit der Aidshilfe Hagen. Sie kaufen Bärchen, sie geben Schleifen ab und das Haus ist brechend voll. Es sind Karten extra verkauft worden und wir haben also insofern ausverkauftes Haus. Und ich glaube, wo ich die Schlange gesehen habe,
hätten wir durchaus das Doppelte verkaufen können. Wir steuern auf ein wichtiges Datum noch hin, nämlich der 1.12. Das ist nämlich der Welt-AIDS-Tag. Auch da wird es einiges von der AIDS-Hilfe noch zu sehen und zu hören geben, oder? Auf jeden Fall. Am 1. Dezember, also exakt in einer Woche, auch der 1. Advent, haben wir Welt-AIDS-Tag. Wir werden am Welt-AIDS-Tag selber wenig zu sehen sein, weil wir dann im Adventscafé sind. Aber wir werden die beiden Tage vor dem Welt-AIDS-Tag, den Donnerstag und den Freitag, haben wir Tag der offenen Tür. Wir sind jetzt schon alle herzlich eingeladen. Und wir werden am Donnerstag den Welt-AIDS-Tag im Vorfeld schon in vollen Zügen genießen. Wir werden nämlich mit der Bahn immer zwischen Hagen und Ennepetal hin und her fahren und alle Leute informieren, Spenden sammeln, Kondome verteilen, Schleifen verteilen, sodass uns jeder gesehen hat.